Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben und müssen jetzt hier draußen erstmal ein paar Affen beseitigen. Ich hoffe, die sterben auch gleich mal. Die sind nämlich hier draußen. Die sind ziemlich zäh. Da ist doch noch einer. Na komm. Mal den einen Schuss schnell reinnehmen. Oh ne. Okay, besser ist für euch. So, was liegt denn da in der Ecke? Rebecca, geh mal. Das ist bestimmt Pistolenmunition. Genau. Sie hat ja weniger wie ich. So, mal wieder wechseln. Das Feuerzeugrätsel. Wie mache ich das jetzt? Lass ich sie mal hier. Ich glaube mich zu erinnern, ja, ich damals auch ewig gebraucht. Ich glaube, das ist als erstes der Hirsch. Der ist als erstes. Na. Verwenden. Dann war es, glaube ich, der Wolf, glaube ich. Genau. Der Wolf. Ist der hier? Ne, ist das Pferd. Ist das Pferd. Müsste hier der Wolf sein. Ja. Hier ist der Wolf. Na. Mensch, mach doch. Genau, Wolf. So. Dann müsste das Pferd kommen. Genau. Das Pferd. Also ich habe mir das... Ich weiß das jetzt noch so genau, weil ich hier so lange dran gesessen habe, dass mich halb verrückt gemacht hat. So, nach dem Pferd kam Tiger. Oder war das ein Panther? Na, hier war es eine Raubkatze. Ich glaube, hier war die... Ja, ein Panther. So, die Raubkatze. Dann kam die Schlange. Die müsste hier sein. Schlange, ja. Genau. Schlange anwenden. Ja. Ja, und zu allerletzt ist ja dann nur noch der Falke übrig. Wenn es ein Falke ist, kann auch ein Adler sein. So, müsste eigentlich... Ja. Hat hingehauen. So, kann ich dann Rebecca noch was geben? Wie viele Plätze habe ich dann frei? Schrot ist auch noch wenig. Nee. Rebecca lasse ich mal hier. Ich gehe da mal alleine rein. Halt, hier ist schon eine Tür. Aber ich sollte vielleicht die Waffe wechseln und nicht die Schrot benutzen. Falls hier einer ist.
da blinkt schon was. Ich gucke mal. Was ist das? Hier scheint keiner zu sein. Besser ist es. Ach, die erste Steintafel. Ja, die brauchen wir dann später noch für ein anderes Rätsel. Ist da nicht noch was auf dem Kamin? Ein Kamin, er ist wohl nur zur Ziele da. Okay. Was haben wir da hinten? Ach, eine leere Flasche. Können wir auch gut die brauchen. So, und ist da noch auf dem Tisch was? Hier so? Simpler Holztisch. Schublade wurde durchwühlt. Na, hier scheint nichts mehr zu sein. Dann gehe ich aber erstmal zurück zu Rebecca und gebe ihr das Zeug. Weil ihr wisst ja, an der nächsten Tür ist wahrscheinlich wieder Zeug zum Aufheben. So, dann nochmal zurück. Rebecca, wo bist du? Die war, glaube ich, hier hinten. Genau. So. Dann gebe ich ihr mal die Schätze. Einmal. Zweimal. Alle drei Flaschen natürlich. So. So, auf geht's. Jetzt gucke ich, was da noch ist. Die Tür sieht schon ein bisschen gruseliger aus. Lasst mich was sehen. Oh. So, bleiben sie liegen oder bleiben sie liegen? Ja, mal nachladen. So, was haben wir hier? Ein Brief oder ein Tagebuch. Könnt ihr wieder lesen? Ich überfliege das nur, ob da irgendwo ein Code oder... Ja. Okay. So, haben wir dann hier noch irgendwas? Ah, hier sind noch Kräuter. Da vorne war sicherlich ein Farbband. Ich nehme mal die Kräuter mit. Muss man alles haben. Ich weiß jetzt ja nicht, ob Rebecca herkommen würde. Ne, hier funktioniert das nicht. Okay. Dann, ist doch ein Farbband, ne? Nein, hier das hier. Ja. Das kann Rebecca holen. Kann ja her, die Zombies sind ja tot. So, geht das jetzt? Ah ja, hier geht's. Aber Rebecca hat doch auch alles voll. Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ach nee, warte mal. Also sie hat ja schon Farbbänder. Dann kann sie ja... Okay. Dann kann sie die einfach über die anderen Farbbänder drauf tun. Das müsste gehen. So. Ja, das wollte ich nicht. Mir die Farbbänder. Genau. Jetzt haben wir wie viel? Ah, 8 Stück wieder. Das macht sich gut. So, dann können wir hier auch raus. So, da müssen wir aber jetzt was ablegen, bevor wir im nächsten Raum gehen. Ich bin am überlegen. Ob wir erstmal rausgehen.
Ja, wir gehen erstmal raus, hoch und legen da die Flaschen ab. Oder füllen die auch von mir aus gleich. Ach, hier waren ja auch noch Augenpflanzen. Okay. Nee, hier wollte ich hin. Hier hin. Wir gehen da gleich noch mal runter. Da hinten war ja noch eine Tür. Aber ich. Ja, das war der Zombie, der ja. So, warte mal, die können wir dann hier schon was ablegen? Moment mal. Ja klar. Billy legt erstmal die Kräuter ab. Dann tauschen. Gib ihm mal die Molotovs. Die Steinplatte sollte sie ja lieber behalten. Sie könnte die Speicherdinger wegbringen. Na gut. So, Billy nimmt erstmal hier einen Kanister auf. Ein. Wieso ist Rebecca jetzt auf Vorsicht? Dieser scheiß Zombie hat sie berührt. So, zwei. Das sind wahrscheinlich alles Mollys. Dann gehe ich mal hier so ein Stück hin. So, misch die jetzt. Kombinieren. Alles klar. Ablegen. Ablegen. So. Ach, dass sie wieder auf Vorsicht ist. So, die Pflanzen, die können erstmal da bleiben. Billy kann auch erstmal hier bleiben. Ich gehe erstmal die Farbbänder wegbringen. Lang ja hier. Farbbänder. Und jetzt legen wir sie auch hier wieder hin. Oh, 17 Stück schon. Ablegen. Die Steintafel, die behält sie mal. Und einmal Gift mit Dings. Aber lach hier nicht. Ja, können wir ja von unten ein grünes Kraut nehmen, richtig. Na, es müsste jetzt schon hinhauen. Denke ich mal. Oder? Lass mal überlegen. Hatte Billy jetzt die. Ach, der hatte keine Schrot mehr. Ah, wie blöd ist das denn? Wo waren dann jetzt nochmal die Schrot? Oder finden wir da noch Schrot? Mal nachdenken. Es könnte sein, dass wir noch Schrot finden. Ja, okay, da muss er damit auskommen. Wenn ich mich jetzt geirrt habe. Weil da, wo wir jetzt hingehen, tauchen neue Gegner auf. Die kennt ihr alle. Aber ich will noch nichts sagen weiter. So, was ist jetzt mit den Kräutern da unten? Die hier kann ich ja schon mal mischen. Zack. Oder Moment mal. Ich habe jetzt ein rotes da oben.
Kann ich das nicht auch noch kombinieren? Tatsächlich, jetzt haben wir ein Superkraut. Heilt gegen alles. Und das Grüne, das werde ich gleich mal nehmen. Da sie auf Vorsicht ist. Nein, nehmen, habe ich gesagt. Nehmen. So, ja. Das kann sie sich gleich einpfeifen. So. So, auf geht's. Dann lassen wir die anderen Kräuter, die jetzt hier unten im Keller liegen, erstmal da liegen. So, aber eigentlich müsste ich... eigentlich müsste Billy das haben, aber... Nee. Dann noch Schrot. Ja gut, gehen wir mit Billy weiter. Komm, Rebecca. Weil für den nächsten Raum brauchen wir auch wieder beide Charaktere. Die lassen wir jetzt mal alle hier liegen. Hier ist ja noch ein blaues, ein rotes und zwei grüne. So. So, dann hier hinter durch. Ah, jetzt kam, glaube ich, auch wieder eine... Kam jetzt hier auch noch eine Spinne wieder? Bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich rüste mal lieber die... die Schrot aus. Es könnte sein, dass hier wieder Spinnen sind. Zwei auch noch. Aber die sind ziemlich schnell erledigt. Gut, jetzt habe ich drei Schuss ausgegeben. Jetzt haben wir bloß noch einen Schuss. Ich hoffe mal, wir finden noch Schrot. Das sind jetzt, das sind ja jetzt nicht die neuen Gegner gewesen, die ich meine. Ja, und wenn man schön vor Rebecca steht, dann schießt die gar nicht. Ich hoffe mal hier... Ach, hier waren ja jetzt auch... Naja, die müssen wir mit Pistole platt machen, die Krabbler. Ich glaube, hier war nochmal so eine Scham oder was das sein sollen. Die knabbern da. Stirb! So, sind wir verletzt? Nee. So. Kann Rebecca hin? Ja, ein Schrankschlüssel. Oder? Weil das sieht mir nicht aus wie ein Türschlüssel oder so. Es scheint ein Schrankschlüssel zu sein, ja. Genau. Konnte ich mich auch noch erinnern. Und wenn er den hier nicht mitnimmt, gut, dann kriegt er ein gewisses Item nicht. Heilung. Rebecca hat bloß noch einen Platz. Den Schlüssel wird sie wieder los. Ja, kann sie erstmal mitnehmen. Kann sein, dass es hier ziemlich laut ist wegen dem Wasser. Ne, Rebecca hat den Schlüssel gehabt. Stimmt, dann geht sie jetzt erstmal weiter. So, das war's hier auch schon. Komm, raus. Also, wenn es das ist, was ich befürchte, was jetzt kommt, dann...
Kommen hier die ersten neuen Gegner. Und diesmal habe ich den Namen nicht vergessen. Aber erstmal hier hoch. So, ja, das ist das hier. Boah, Munition. Er hat ja noch genug. Ja, da liegt doch noch einer. Und noch einer. Wie viel hat denn Rebecca jetzt? 3 Schachteln. Jetzt hat sie auch 124. Und er hat immer noch mehr. So, ja. Ach, hier hinten liegt für ihn noch Schrot. Genau, auf dich habe ich gewartet. Kombinieren. So. Und sie hat, das müsste jetzt der Schlüssel für diesen Schrank sein. Genau. Ein Koffer. Mitnehmen. Und da ist das Item drin. Und wenn er den Schlüssel nicht holt, verpasst er das Item. Untersuchen. Mit einem Kombinationsschloss. Zahlen 385 in der Ecke. Oh. 385, kann ich den jetzt hier so öffnen? 385, muss ich den da woanders? Hallo. Ja. So, was war das jetzt? 3, 8, 8 und 5. Schloss wurde geöffnet. Tada! Oh, scheint ein Bausatz zu sein. Ah ja, Pistolenzubehör. Genau. So, aber wir wollen das nicht für Rebeccas Waffe haben. Ich möchte das gern für ihn haben, für seine. Kriegt er also rüber. Und Rebecca gebe ich mal den einen Schuss Schrot noch. Ich bin am überlegen. Ja, Billy braucht auf jeden Fall 2 Plätze. Moment mal. Machen wir anders. Ich hoffe mal, das reicht auch. Hier 15 Schuss rein. Ich würde gerne noch nämlich Heilung mitnehmen für ihn. Tauschen. Können wir nachher wieder... Ach, die kann ich mal alles nehmen. So ein Scheiß. Na dann wieder zurück. So. 120, ja, das ist gerecht. Zurück. So, da mache ich das jetzt kombinieren mit Billys Waffe. Und jetzt ist es eine Untersuchen. Eine Spezialpistole, die für mehr Präzision mit einem Zielfernrohr versehen ist. Dadurch ist es einfacher, den Schwachpunkt eines Ziels zu treffen. Ah, das ist doch prima. Obwohl Rebecca ja, aber ich glaube, seine Knarre war etwas stärker. Sehr schön. So. Zurück. Ausrüsten tun wir aber die Schrot. Ja, da muss das ohne Heilung gehen. Genau.
Jetzt haben wir uns schon viel zu lange im Menü aufgehalten. Oh, hier liegen Haufen Waffen. Aber die brauche ich jetzt nicht anklicken. Die sind alle Schrott. So. You stay here. So, sie bleibt jetzt hier stehen. Und mit Billy gehe ich schon mal runter. Weil Billy hält auch mehr aus. Und hier erwarten uns auf jeden Fall die neuen Gegner. So. So. Oh, und deswegen brauchte Billy jetzt auch Platz. Und dann gibt es noch ein Item hier. Einmal das und jetzt wechseln wir mal. Bedienfeld. Ja, mach mal links. Aha. So, wechseln. Ja, mitnehmen. Säuregranaten. Machen sehr viel Schaden und später sehr wichtig. So, jetzt machen wir rechts auf. Bedienfeld. Rechts. Ah, das hat jetzt nicht viel gebracht. Die Mitte. Aber das. Nein, Moment. Rebecca muss hier stehen bleiben. So. Da ist das Item. Da ist ein Knopf. Und wenn ich den drücke, kommen die neuen Gegner. Ich glaube, zwei waren das. Ah, da müssen wir jetzt durch. Ich hoffe mal, die machen mir jetzt nicht zu viel Schaden. Ja, der Ausgang wird auch versperrt. Und da sind sie. Hunter. Jeder kennt sie. Da kommt noch einer raus, glaube ich, ja. Das war knapp. Alter Schwede. Ich sehe ja auch nichts. War's das jetzt? Ach, das war's. Na, hat die Schrot doch erreicht. Ja, an die Hunter erinnern wir uns alle. Die gab's ja auch in den Remake schon. Ja, sicher. Muss ich den mitnehmen. Und das ist jetzt der... Wenn mich nicht alles täuscht, der Wasserschlüssel. Oder? Weil waren ja nur noch zwei Räume. Ja, genau. Ein Wassersymbol. Genau. Das wird dann auch das nächste sein. So. Jetzt sind alle Gitter unten. Mehr gab es hier auch nicht. So. Kann Rebecca runterkommen? Ist ja mal geil, dass ich mal gar keinen Schaden genommen habe. Auch wenn der eine ganz schön knapp war. So. Kriegt mal Rebecca den Schlüssel. Wir nehmen die eine Schrot. Die können wir dann auch noch... Haben wir noch drei Schuss wenigstens. Und rüsten die Pistole aus. Ja. Aber jetzt können wir keine Pflanzen mehr mitnehmen. Ich könnte noch eine mitnehmen von da unten. Na, ist egal. Ich mache jetzt hier jedenfalls erstmal einen Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.